Wenn du die Bedeutung der 3, 6 und 9 verstanden hast, dann hast du einen Schlüssel zum Universum. Nikola Tesla. Aber warum? Es gibt Muster, die wir überall in der Natur entdecken, zum Beispiel bei der Entstehung von Leben oder Galaxien. Ja, versteht ihr jetzt auch, warum der Tesla so besessen war von diesen Zahlen? 3, 6, 9 ist Pyramiden, siehst du sie? Okay, jetzt sind wir richtig da. Der Tag, an dem die Wissenschaft beginnt, nicht physische Phänomene zu studieren, wird sie in einem Jahrzehnt mehr Fortschritte machen als in allen früheren Jahrhunderten ihrer Existenz. Nikola Tesla, Bro, I love you, man. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Ich küsse euer Herz. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus. Und zwar werden wir uns jetzt ein Video reinziehen, welches heißt Die Bedeutung der 3, 6 und 9. Das ist geil. Also ich wollte mir schon immer so ein Video mit euch reinziehen, weil ich habe mir auch schon mal ein Video zu diesem Thema reingezogen. Und vor allen Dingen die 9 ist so eine heftige Zahl. Für die, die es nicht wissen, ich habe auch die Lebenszahl 9 am Start und habe die mir auch hier tätowiert an der Stelle, wenn ich das so sagen darf. Und deswegen habe ich natürlich auch eine besondere Verbindung zu der Zahl 9. Und die 9 ist halt auch einfach eine heftige Zahl. Und deswegen habe ich Bock auf das Video mit euch reinzuziehen. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt ein Kommentärchen. Ich küsse euer Herz. Dabei ist alles. Und jetzt gehen wir rein ins Video. Gang. Skrrr. Alles im Universum gehorcht den Gesetzen der Mathematik. Ich habe ja auch mal im Talk mit Kianosch gesagt, die Sprache von Gott ist Mathematik. Wenn du die Bedeutung, ich lese ein bisschen vor für euch, ja? Wenn du die Bedeutung der 3, 6 und 9 verstanden hast, dann hast du einen Schlüssel zum Universum. Nikola Tesla. Crazy. Aber warum? Ich mach den Speaker jetzt hier im Video. Jede noch so lange Zahl kann auf ihre einstellige Digital Root zurückgeführt werden. Ein Beispiel. Jede Ziffer einer Zahl wird so lange addiert, bis nur noch eine Ziffer übrig bleibt. Ein weiteres Beispiel, 198 gleich 1 plus 8 plus 1 plus 9 plus 8 gleich 18 gleich 1 plus 8 gleich 9. Die Digital Root von 198 ist 9. Verstanden, meine lieben Freunde? Dann geht's jetzt los. Ansonsten zurückspulen. Geil. Hättest du auch sagen können, mein Jutze, aber die Trommel-Vibes im Hintergrund fühle ich auch. Ist eine gute Frequenz auf jeden Fall. Ein Kreis hat 360 Grad, aber warum? 3609. Oh shit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, gleich 36. Drei plus sechs gleich 9. Drei plus sechs plus null gleich 9. Die Summe aller Ziffern außer der 9 ist 36. 369. Bro, das ist so crazy, Bro. Egal wie man einen Kreis zerteilt, die Digital Root der Winkel ergibt immer 9.
Digga, ich liebe das. Ja, versteht ihr jetzt auch, warum der Tesla so besessen war von diesen Zahlen 369? Es gibt ja auch die 369-Methode, ne? Auch eine sehr interessante Thematik, wo man sich auch mal ein Video zu reinziehen könnte auf jeden Fall. Es gibt Muster, die wir überall in der Natur entdecken, zum Beispiel bei der Entstehung von Leben oder Galaxien. Oktaeder in Manhattan. Das ist auch ein geiles Video, was ich euch empfehlen kann. Es war noch relativ am Anfang von den ganzen Reactions. Da haben wir uns die heilige Geometrie reingezogen. Auch eine Sache, die ich euch wärmstens ans Herz lege. Hat damals noch nicht so viel Reichweite generiert. Werde ich mal hier irgendwo einblenden einfach. Das ist Fibonacci, ne? Eins dieser Prinzipien ist Verdoppelung durch Halbierung. Eins, zwei, vier, acht, 16, 32, 64 und 28. Verdopplung ist ein Naturprinzip, zum Beispiel bei der Zellteilung. Die Matrix hinter dem Verdopplungsprinzip wird erst sichtbar, wenn man sich die Digital Root der Zahlen ansieht. Wir sind da, meine lieben Freunde. Matrix it in, man. Eins verdoppelt ist zwei. Ja, okay, alles muss ich nicht vorlesen, aber die wichtigen Sachen. Teacher Lovelock is in the building, Alter. Jetzt fehlt noch die 6, Digi. Oder nicht? Aufgepasst, genau jetzt beginnt sich ein Muster zu wiederholen, bis in die Unendlichkeit. Ah, okay. Krass, also immer wieder das Gleiche, wa? Bis in die Unendlichkeit wiederholt sich dieses Muster. Drei, sechs und neun sind nicht Teile dieses Musters. Wuhu! Die durch Verdopplung gefundene sechsstellige Zahlenfolge 1, 2, 4, 8, 7, 5 können wir auf einen achtkugeliges Atommodell übertragen und die zwei fehlenden Positionen mit der 3 und der 6 füllen. Okay, acht Kugeln in, man, Alter. Zeig mal her. Drei und sechs oben und unten, wa? Okay, was geht mit der 9? Wir haben die Ziffern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in unserem atomaren Modell platziert. Ja, haben wir.
macht der da? Aber das verstehe ich gerade nicht. Ich schwör's dir. Yo, Freunde, ich bin gerade hier am Schneiden und hab's jetzt doch gerafft, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Und zwar hat er einfach die umliegenden Ziffern miteinander addiert und das, was rausgekommen ist, ist dann wieder die Zahl, die gerade immer angeblendet wird. So. Also alle Kugeln, die Kugel, also Atome, die das Atom quasi berühren, ergeben das Atom. Ratio. Weiter geht's. Aber wo ist die 9? Überall. Ja. Jede Achse addiert sich zu 9, Bruder. 9 ist eine krasse Zahl. Habe ich euch schon gesagt, ich bin ja eine 9, ne? Und mein Nachbar, der Mac, den ich auch sehr so feier, Dicker, auch. Und ja, Mann, das ist ein geiler Typ. Der hat mir auch schon echt so gute Hinweise gegeben bei vielen Dingen. Und der ist auch eine 9. Und das Building, in dem ich lebe, ist 99. Zufall oder Universum? Ich sag Universum. Digga, ist vor allem der Einzige außerhalb von Justine, mit dem ich Kontakt hatte, bevor ich hierher gekommen bin, ne? Der Einzige, ich schwöre dir, ich habe mit keinem hier groß Kontakt gehabt. Mit Mitch ab und zu hin und her geschrieben, aber auch nicht mehr so wild, weil ich mich da auch ein bisschen von weg entwickelt habe, so. Und mit ihm hatte ich halt die ganze Zeit Kontakt, weil ich auch schon auf Instagram und auch schon vorher, wo wir uns hier mal gesehen haben und so gemerkt habe, dass wir auf einem ähnlichen Trichter unterwegs sind, mit veganer Ernährung, mit Sport, mit Spiritualität, diese ganzen Geschichten. Und dann auf einmal, so, war ich ja vorher in einem Airbnb und dann finde ich diese Wohnung hier so und dann ziehe ich hier ein und eine Woche später stellt sich raus, dass der wirklich direkt nebendran wohnt, so direkt nebendran. Das fand ich so krass. Pyramiden, siehst du sie? Okay, jetzt sind wir richtig da. Zwei so aufeinandermäßig, oder? Die 8 Ecken der beiden Pyramiden Merkaba addieren sich zu 3, 6. 3 plus 6 gleich 9. Digga, ich schätze dir. Wer von euch ist noch da? Wer ist raus, Digga, schon? Ist mein Fakt ein bisschen, aber ich finde es brutal. Fühl ich komplett, Bro. Es kommen quasi immer wieder die Zahlen raus, die auch Teil von diesem Ding sind, so. Egal wie du verdoppelst, weißt du? Unser atomares Modell ist ein perfektes Beispiel für unseren Verdopplungskreislauf. Was passiert eigentlich, wenn wir nicht verdoppeln, sondern halbieren? Bestimmt das Gleiche, wa? Ja, safe sogar. Ja. Ja.
bis in die Unendlichkeit. Wenn wir den Durchmesser unserer Kugel reduzieren, können wir sehen, welche sich gegenseitig anziehen und abstoßen. Wird der Ziffer 1 eine positive Ladung zugeordnet? Unter der Annahme, dass positive Ladungen sich abstoßen, wäre auch 4, 7 und 6 positiv geladen. Zwei, 5, 8 und 3 wären dann negativ geladen. Und jeder Vektor ist im Gleichgewicht mit seinen drei Nachbarn. Das heißt, plus 4 ist mit minus 2 und mit minus 8 ausgeglichen, dessen Summe minus 4 ist. Plus 4 ist quasi gleich minus 4 dann. Genauso hat jede Achse eine ausgleichende Polarität. Das heißt, plus 1, minus 8, minus 2, plus 7, plus 4, minus 5, plus 6, minus 3. Wenn wir jetzt wechselnde Polarität in 3 und 6 induzieren, schwinge den Mann, Alter. Gib mir die Schwingi-Vibes, Bro. Ist dies ein Modell für subatomare Schwingungen? In terms of frequency and vibration. Drei und sechs haben eine einzigartige polare Beziehung. Sie sind nicht Teil der sich wiederholenden Verdopplungsschaltung. Sie bilden ihre eigene. Was bedeutet das? Drei verdoppelte sechs. Okay, das brauche ich nicht erwähnen. Sechs verdoppelt ist 12. 1 plus 2 ist gleich 3. Das wird die ganze Zeit gleich bleiben, Bro. 3, 6. Muss mal überlegen, Digga, wie der Tesla zu Hause, wo er das irgendwie rausgefunden hat, wie der abgegangen ist, Bro. Kein Wunder, warum der so besessen war, weißt du? Ein unendliches 3-6-Muster. Ich finde es auch in diesem Muster gibt es keine 9 Ausrufezeichen. Die 9 ist crazy, weil das fand ich auch krass, dass du, egal welche Zahl du mit 9 multiplizierst, immer wieder 9 rauskommt. Die 9 ist eine eigene Folge, weißt du? So wie diese 1, 2 ohne 3 und 6 und 3-6, 3-6, 3-6, 3-6. Bei 9 ist es dann immer wieder 9. Die 9 ist bislang nicht Teil von beiden Mustern. Die ist sein eigenes Muster, Bro. 11, 11 habe ich gerade Stopp gemacht. Skü. Jetzt sind wir da.
auf eine einzige Ziffer. Die 9 ist die Einheit beider Seiten, Plus und Minus. Die rechte Seite ist 124, die linke ist 875. Genau wie Elektrizität ist alles im Universum ein Strom. Geil. Wenn man sich die Bewegung vorstellt, ist es so etwas wie das Symbol für Unendlichkeit, Infinity. Die liegende 8, ein Kreislauf, 3, 6, 0 gleich 9. Mit der Digital Root Methode können wir übrigens nicht zwischen einer 9 und einer 8 unterscheiden. Ja, Digga. Das ist genauso, die 0 ist genauso, egal was du mit 0 multiplizierst, bleibt 0. So, genauso ist es mit den 9 auch. Das ist auf jeden Fall heftig. Wer das nicht wusste, da habt ihr was gelernt wieder. Die 9 ist everything and nothing. Die 9 repräsentiert alles und nichts gleichzeitig. Ist voll crazy, Mann. Ich schwör's dir, voll faszinierend. Auch ich habe mir ja die 9 hier tätowieren lassen, weil meine Zahl die 9 ist. Und aber erst im Nachhinein alles herausgefunden, was es eigentlich bedeutet so und was die 9 auch eigentlich bedeutet und so. Das ist powerful. Da schließt sich der Kreis. Kreise den Männer da. Der Tag, an dem die Wissenschaft beginnt, nicht physische Phänomene zu studieren, wird sie in einem Jahrzehnt mehr Fortschritte machen als in allen früheren Jahrhunderten ihrer Existenz. Nikola Tesla, Bro, I love you, man. Ich schwör's dir, Nikola war einfach einer von uns, ja. Einfach einer von uns, Bro. Während du dir dieses Video angesehen hast, habe ich dir Schwingungen auf den Frequenzen 852 Hertz, 963 Hertz gesendet. Ob das auch etwas zu bedeuten hat? Geiler Typ, Alter, ich schwör's dir. Geiles Video. Feier ich hart. Ich hoffe, ihr habt auch enjoyed. YouTube, ich küsse euer Herz. Schreibt eure Gedanken zu der ganzen Thematik auch unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch alle. So, Liebe geht raus. Macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Gang. Mua.